Weiter geht's im Projekt 335 und heute geht es endlich um das Thema Turbolader. Wir sind im schönen Gütersloh. Timo und ich sind kurz hingedüst und wir besuchen natürlich die Firma Ladermanufaktur. Wir haben im Kofferraum die beiden alten Turbolader und was wir damit genau vorhaben, das erklären wir euch gleich. Kein Scherz, 2 Stunden später. Ne, wir kommen an, haben natürlich erstmal super viel zu schnacken. Wir sparen uns an der Stelle einfach den Rundgang in der Firma. Wir sind hier alle einstimmig der Meinung, das habt ihr alle schon gesehen auf anderen Kanälen. Ihr kennt, denke ich, schon die Firma und auch die Personen dahinter. Deswegen springen wir hier direkt zu unserer Bestandsanalyse, also unsere Originallader, in welchem Zustand die sind. Vielleicht ganz kurz vorab, wir versuchen das Video so kurz wie möglich zu halten, damit das nicht so ein ellenlanges Video ist. Ich habe auch das Gefühl, der Trend geht dazu, dass die Videos kürzer werden müssen. Ihr könnt direkt unten rein kommentieren, was eure Meinung dazu ist. Das würde mich interessieren, ob ihr lieber komprimierte Videos sehen wollt, mehr Infos, weniger Quatsche. Und ich habe hier den Stefan und den Flo. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach direkt mal uns das Altteil an. Das hat hier freundlicherweise schon jemand zerlegt und der Flo sagt uns, was los ist. Hi. Also du hast ja gesagt, dass das Auto schon ein paar Kilometer auf der Uhr hat. Das sieht man auch an den Ladern ganz gut. Die waren halt wirklich massiv ölundicht. Man hat das von außen schon gesehen. Hier entsprechend Ölkohle schon an der Verbindung zwischen Turbinengehäuse und Lagergehäuse. Da ist es halt schon wirklich aus den Gehäusen rausgelaufen. So viel war das. Man sieht das auch ganz gut am Hitzeschild, dass jetzt das Lagergehäuse von der Hitze des Abgases abschirmt. Da ist so viel Öl aus dem Turbolader gelaufen, dass du hier jetzt also richtig massive Ölverkokungen hast. Also das ist schon rekordverdächtig, das ist schon echt viel. Was auffällt für die Laufleistung, verhältnismäßig sieht die Lagerung selber oder die Lagerstellen hier in dem Fall, sehen sogar noch ziemlich gut aus. Also da muss man echt sagen, hätte ich jetzt Schlimmeres erwartet, auch wenn man sich sonst so die Passungen anschaut von den Abdichtungen, da sieht alles ziemlich gut aus, was für mich jetzt eher dafür spricht, dass du ein irres Blow-By an deinen Kolbenring hast. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Das heißt, Zustand Kolbenringe müssen wir uns angucken und das Risiko liegt wo genau? Also wenn du jetzt frische Lader einbaust auf diesen Motor, so ohne da das zu überprüfen, dann wird das Öl da überall rauslaufen. Ne? Du hast halt hier durch diese Ölverkorkung, das ist ja alles so massiv verkrustet, dass da überhaupt noch weiter Öl rausgelaufen ist, ist ja schon ein Wunder, weil es halt so zugeschmockt ist. Und wenn du jetzt frische Lader hast, die halt wirklich blitzeblank sind, ja, dann hast du über die Abdichtung von dem Kolbenring durch dieses Stoßspiel, das du da hast, läuft dir so das Motoröl raus. Das heißt, erstes Fazit ist auf jeden Fall, Gebrauchtwagen-Tipp, wenn man sich einen gebrauchten N54 kauft und größere neue Lader drauf macht, auf jeden Fall sich die alten genau anschauen und dann Rückschlüsse schließen, ob man sich den Motor anschauen muss, weil sonst hat man die Gefahr, dass mit den neuen Ladern die Lader kaputt gehen recht schnell oder dass man noch mehr Öl verliert. Richtig, ganz genau. Okay. Was sehen wir noch? Ja, das, was halt hier ganz typisch ist für die Dinger, ist das Wastegate-Gestänge und auch der Klappenteller und Hebel, dass es ausgeschlagen ist. Hier sieht man das ganz gut. Normalerweise ist das halt komplett kreisrund, das ist jetzt ziemlich oval. Und hier ist ganz besonders schön, wenn man sich das mal so anschaut, wenn jetzt die Unterdruckdose, wenn du Leistung forderst und die Unterdruckdose zieht das Wastegate zu, liegt der Klappenteller nicht mehr auf. Das heißt also, das Ding ist halt hinten einfach ein Stück weit offen. Okay, das heißt, dementsprechend kann, Leistung war da nicht mehr ganz viel. Er kann halt nie seinen Laden aufbauen, wie er soll. Und das ist doch auch, soweit ich weiß, die Standardkrankheit. N54. Also das jedes Auto, was alt ist, oder? Rasseln, du hörst das halt, ne? Du stehst im Auto, im Leerlauf, stehst du irgendwo und du denkst, boah, jetzt habe ich einen Lagerschaden oder irgendwie sowas. Weil es halt wirklich echt
Okay, ja, ich glaube, das haben wir sogar gehört. Ja, vor Ort. Das hörst du auch ganz schnell. Okay. Und also das haben die aber alle. Mit den älteren Generationen von den Turboladern hast du das immer. Okay. Ja, wie die Lösung aussehen kann, was man dagegen tun kann, da kommen wir später zu. Gibt es sonst noch irgendwas Auffälliges, was man jetzt hier am Lader... Ja, also du siehst halt am Verdichterrad und auch am Verdichtergehäuse, jetzt hier zum Beispiel, was da so an Öl ist, und auf dem Verdichterrad hast du hier schon massive Verfärbung. Mhm. Das kommt halt aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Mhm. Dementsprechend wieder ein Indiz dafür, dass irgendwie Blau-Bei zu hoch ist oder was in der Richtung. Das muss aber so sein, oder gibt es auch die Möglichkeit, weil wir haben gerade schon gesagt, dass die Lader wahrscheinlich die ersten sind. Ja. Also von der Revisions- oder Teilnummer. Würde ich vermuten, ja. Sind es die ersten? Ich meine, kann sowas nicht über 12 Jahre auch passieren? Ja, also, klar. Natürlich, auf jeden Fall. Also du hast das halt mit der Zeit auf jeden Fall, dass sich da irgendwelche Ablagerungen dann... Okay, dann sehen wir spätestens, wenn wir in die Maschine... Was außergewöhnlich ist, jetzt für die Laufleistung und für den restlichen Zustand, ist, dass die Lagerung ziemlich gut aussieht. Ne? Mhm. Also du hast halt Verfärbungen jetzt, das geht aber mit der Zeit nicht anders durch die Ablagerung im Öl, aber jetzt die eigentlichen Lagerstellen haben nur ein ganz, ganz bisschen Anzeichen von Mischreibung. Also was das angeht... denke ich, hätte das noch ohne diesen großen Ölverlust recht gut funktioniert. Okay, gut. Inwieweit spielt Ölwechsel oder Ölqualität eine Rolle bei Lagern und Lagerschäden? Das ist halt das Ding. Ich persönlich bin ja ein absoluter Fan von bei Turbomotoren immer 50-50 zu fahren. Mhm. Einfach damit du mehr Reserven hast bei hohen Öltemperaturen. Und Ölwechsel, also einmal im Jahr, auf jeden Fall. Egal wie. Ja. Also auch bei kleineren Laufleistungen. Ja. Okay. Du hast ja auch einen Verschleiß, ne? am Öl, Additiv und so. Ich meine, brauche ich dir nicht erzählen, du bist ja noch besser im Bild jetzt als ich. hast ja da auch wirklich echt Top-Profis an Bord gehabt. Also, ja, das, ich meine, das Öl an sich ist ja eh fast schon so ein Voodoo-Thema. Ne? Also, da muss man gucken, woran man glaubt. Aber ich fand diesen Öltest einfach super gut, den wir da gemacht haben. Wenn man weiß, wie man den zu lesen hat, dann sagt der eigentlich, was Phase ist. Fand ich gut. Aber wir fahren jetzt auch 5x50. Okay, ja, wenn wir dann mit den Originalladern fertig sind. Genau, eine Frage noch. Sind die noch was wert? Kann man damit noch irgendwas machen? Ist das ein Gebrauchteil oder ist das Abfall? Für uns ist es halt wirklich nur noch Schrott. Also wir können damit gar nichts mehr anfangen. Es gibt wohl welche, die reparieren diese Wastegate-Klappen, dass du halt da nochmal irgendwie was mit tun kannst. Aber auch jetzt bei so einem luftspaltisolierten Krümmer, der wird halt mit der Zeit auch nicht besser. Ne? Also da lösen sich auch gerne mal irgendwelche Teile innen ab und sowas. Und auch von den Kosten her, wenn du jetzt ordentliche Teile hier anfertigst und nicht irgendein Billigzeug aus dem Netz bestellst, was du da irgendwie einbaust, dann rechnet sich das gar nicht, weil ich sag mal, ein Satz neue Lader, die man dann halt verwenden kann, kostet 1.100 Euro oder so. Flo, letzte Frage, weil wir gerade drüber gesprochen haben, Pflege. Angenommen, die Wastegates an dem Lader wären jetzt nicht so stark am Klappern. Was könnte man machen, wenn die Leute jetzt da draußen so ein Auto haben mit höherer Laufleistung, also sie kaufen sich eins, was sollte man machen, damit man, ich sag mal, zumindest den Lader erhält? Also was ist so, gibt's da so? Also ganz klar immer das Thema Ölwechsel hatten wir ja eben schon. Mhm. Ne? Also wirklich vernünftiges Öl fahren, nicht irgendeine billige Brühe. Und bei den N54 ist halt das A und O immer das Unterdrucksystem. Mhm. Also Unterdruckleitungen, diese Druckspeicher, die man da hat und diese ganzen Regelventile und so, das muss halt alles immer in einem Top-Zustand sein. Weil, habe ich auch schon gesehen, Serienlader, ein Kunde hat einen Serienlader bei uns bekommen und hat den eingebaut und ich glaube, der ist da 3 Tage mitgefahren, war einer von beiden Ladern direkt Schrott. Überdrehzahl. Schaden, weil der eine Lader hat dann die Arbeit vom anderen übernehmen müssen, weil bei dem einen Lader ein Unterdruckschlauch nicht in Ordnung war. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Fahrzeuge, die auf der Straße unterwegs sind, die einfach dieses Problem mit dem Unterdruck schon haben. Mhm. Vielleicht dann nicht so ganz so doll, aber da auf jeden Fall immer mal, auch wenn man jetzt irgendwie ein bisschen ländlicher wohnt, so ein Marder, der schnappt sich auch ganz gerne mal so ein Stück von so einem Schlauch. Ja, ne? Also da sollte man mal nachschauen. Okay, das heißt, wenn du dir so ein Auto kaufen willst, dann ist das ein Thema auf der Liste, das du dir anschauen solltest, um länger am Auto Spaß zu haben. Jetzt geht es um die neuen Lader und die seht ihr im zweiten Teil. Yeah.
lot of jewelry on me, man, can't hold that. 12S bed, tell him that I ain't so cool.